Moin miteinander. Mir begegnen immer wieder, beruflich wie privat, Menschen, die sich mit Eifer selbst schlecht machen. Und jedes Mal versetzt es mich in Erstaunen und auch Irritation. Ich erinnere mich an einen Fall, da konnte die Betroffene bei, egal worum es ging, nichts erzählen, ohne sich selbst spätestens in jedem dritten Satz schlecht zu machen. Zum Beispiel hat sie mir mal ein Gespräch mit einer Arbeitskollegin geschildert. Ein Gespräch, in dem es um die mangelnde Leistung dieser Kollegin ging. Und sie begann zu erzählen und dann unterbrach sie sich selbst, also ohne dass sie es fertig erzählt hatte, damit, ah, sie hätte das Gespräch bestimmt viel besser führen können, als sie das getan hatte, obwohl es dafür gar keinen Hinweis gab. Und vor allem konnte sie, als ich sie dann darum bat, nicht einfach mal nur sachlich das Gespräch schildern. Also einfach nur, das hat sie gesagt, dann habe ich gesagt, dann hat sie gesagt, sowas. Das war ihr nicht möglich, sondern spätestens wirklich nach zwei Sätzen unterbrach sie ihre eigene Schilderung, ihre eigene Beschreibung. Und begann damit, sich selbst anzuklagen und zu verurteilen. Und oft stieg sie dann wirklich mit so Sätzen ein wie, ach, aber da hätte ich dann natürlich das oder das sagen sollen. Oder sie begann mit, ja, ich weiß, ich hätte das anders machen müssen. Und ich habe aber halt da nicht dran gedacht, aber ja, ich hätte, obwohl das so, wie sie es schilderte, gar nicht notwendig gewesen wäre. Und das war halt auffällig, weil es war egal bei welchem Thema. Sie fand einen Weg, sich irgendwie Schuld daran zu geben, immer wenn irgendetwas vielleicht, nur vielleicht, nicht optimal gelaufen war. Wobei auch ihre eigene Definition von optimal eben so hoch war, dass das keiner hingekriegt hätte. Ja. Und ich hab sie dann mal gefragt, was sie eigentlich davon hätte, sich selbst immer so runterzumachen. Und wer sich jetzt hier gerade in der Beschreibung wiedererkannt hat, kann sich die Frage auch stellen. In dem Fall war es so, dass sie diese Frage sogleich nutzte, um noch mehr Mängel an ihr selbst aufzuzählen. Und wisst ihr, da ist es natürlich schwierig, in der Kraft zu bleiben und mit sich selbst klarzukommen und vor allem auch eine innere positive und annehmende Haltung sich selbst gegenüber einzunehmen, wenn man sich ja so dermaßen zum Teil als Mängelexemplar begreift. Und folgerichtig tat sich diese Klientin von mir auch sehr, sehr schwer darin, sich etwas zu gönnen und vor allem auch ihre eigenen Bedürfnisse wahr und auch ernst zu nehmen. Das ging eigentlich nur, wenn es ihr so schlecht ging, dass es eben nicht mehr anders ging. Ja, aber bis dahin ging es ums Funktionieren und sich gleichzeitig dabei immer irgendwie anklagen. Was soll das? Dieses sich selbst schlecht machen. Ich habe mal die typischen Gründe gesammelt, die, ich sag mal, übergeordnet zur individuellen Ausprägung oft, zumindest meiner Erfahrung nach, eine Rolle spielen. Es ist vor allem ein Schutzmechanismus. Ich mache mich schlecht, bevor es vielleicht jemand anderes macht. Das heißt, ich klage meine Fehler an, bevor jemand anders mit dem Finger auf mich zeigt und sagt, da hast du aber falsch und da war nicht in Ordnung und da und da übrigens auch nicht. Das Doofe ist, dieser Mechanismus ist oft völlig unverhältnismäßig. Das heißt, diese angeblichen Fehler, die sind gar nicht da. Oder wenn sie denn da sind, dann überhaupt nicht in diesem Ausmaß. Ja? Aber der Punkt ist, durch dieses Verhalten zeige ich natürlich, wie bescheiden ich bin, dass ich keine Gefahr bin, zum Beispiel im Job für andere. Oder in der Familie zeige ich, dass ich mich jetzt auch nicht zu wichtig nehme.
Ja, eine Beobachtung von mir ist, dass dieses Verhalten tendenziell öfters bei Frauen auftritt als bei Männern und dann vorzugsweise bei Frauen, die tatsächlich ziemlich intelligent sind und oder auch noch echt gut in ihrem Job. Wo kommt das her? Zum Teil sicherlich aus unserer Sozialisation in Kindheit und Jugend. Darf ich sein, wie ich bin? Darf ich Fehler machen? Darf ich mich wichtig nehmen? Oder all das vielleicht eher nicht? In meinem Online-Workshop Selbstbestimmt Leben, da frage ich meine Teilnehmer oft, also ich bitte sie zurückzuschauen und wenn sie auf ihre familiäre Sozialisation schauen, dann frage ich sie, ob es ihnen gestattet war, eigene Werte und eigene Vorstellungen zu entwickeln oder ob es eher sanktioniert wurde, wenn sie eigene Vorstellungen geäußert haben oder entwickelt haben. Und wenn es dann tatsächlich Sanktionen gab, welche waren das? Also wie wurde in der Familie damit umgegangen? Ja, und schwupps, sind wir zum Beispiel beim Thema Liebesentzug. Eine Erziehungsmethode, die ja leider immer noch oft vertreten ist und die auf dem Prinzip beruht, wenn du dich nicht so verhältst und nicht so denkst und wenn du dich nicht so benimmst, wie wir das wollen, dann haben wir dich weniger lieb. Dann geben wir dir das Gefühl, nicht richtig zu sein. Dann strafen wir dich mit Abwehr. Und es ist dieses Gefühl von nicht richtig sein, was so entscheidend ist. Und auf der anderen Seite, wenn du aber bescheiden bist, wenn du angepasst bist, wenn du die Werte akzeptierst und lebst, die wir dir vorgeben, dann gehörst du zu uns. Und als Kinder ist es ja für uns essentiell, dazu zu gehören, dazugehören zu wollen. Das ist lebenswichtig für uns. Also passen wir uns an und wir lernen die Lektion, so wie du bist, bist du eben nicht richtig. Richtig bist du nur, wenn du so bist, wie die Eltern oder das Umfeld das will. Und wenn sich dieser Glaube verfestigt, dann bekommen wir als Erwachsene so schöne intrapersonelle Probleme, sprich Probleme mit uns selbst. Wenn wir einerseits wir selbst sein wollen, aber sobald wir das eben sind, diese verinnerlichten Überzeugungen, die wir vermittelt bekommen haben, anspringen und uns sagen, dass das falsch ist, dass wir eben nicht so sein dürfen. Und solche schädlichen Überzeugungen, die zeigen sich dann in unserem Verhalten und auch in unseren Worten, wie bei diesem Beispiel. Und die Gespräche mit dieser Klientin, das waren eigentlich immer Gespräche zu dritt. So habe ich das irgendwann mal gesagt. Also sie erzählte, was sie erlebt und was sie getan und wie sie sich verhalten hatte. Und sofort saß imaginär irgendwie diese Familie mit am Tisch und erklärte in diesen sehr selbstverurteilenden Nebensätzen lautstark, warum ihr Verhalten gänzlich falsch gewesen sei, obwohl, wie gesagt, von außen betrachtet es dafür absolut keinen Hinweis gab. Man im Gegenteil gesagt hat, das war doch richtig, was du da getan hast. Aber es entsprach halt nicht den Vorstellungen ihrer Eltern, die sich in ihr als Erwachsene verselbstständigt hatten. Ich erinnere mich noch an ein anderes Beispiel, das macht es vielleicht noch mal deutlicher, weil dieses Phänomen ist mir einmal sehr krass bei einer Frau begegnet, auch eine Klientin, die, und das ist lange her, in ihrem Heimatland zwangsverheiratet worden war. Und die es in Deutschland geschafft hatte, sich aus dieser Ehe durch Scheidung tatsächlich zu befreien. Und trotzdem hing sie noch wahnsinnig stark an ihrer Familie und
hat sich immer zurückgesehnt zur Familie. Und das führte dazu, dass sie einige Zeit nach der Scheidung wieder in ihr Heimatland reiste, weil sie eben unbedingt als Tochter ihren Platz in der Familie auch haben und einnehmen wollte. Und schwupps war sie da, vor Ort. Da versuchte ihr Vater oder wollte ihr Vater sie zum zweiten Mal zwangsverheiraten. Da war sie inzwischen 30 Jahre alt. Und dem konnte sie nur durch eine heimliche Abreise entgehen. Und trotzdem, bei allem, also obwohl das so deutlich war, bei allem, was sie danach tat, hatte sie immer das Gefühl, eine schlechte Tochter zu sein. Hatte sie immer das Gefühl, dass ihr eigenständiges, ihr selbstständiges, ihr selbstbestimmtes Leben eigentlich gar nicht zustehen würde. So stark waren in ihr diese elterlichen Überzeugungen darüber, wie sie zu sein hatte, so stark waren die in ihr verankert. Und ich glaube, bei diesem Beispiel wird vielleicht ganz gut klar, was ich meine, weil es so extrem ist. Aber bei vielen Menschen geht es ja bei weitem nicht so dramatisch oder so eindeutig zu. Und trotzdem haben die jeweiligen Familien durch ihre Erziehung einen sehr erfolgreichen oder auch einen sehr mächtigen inneren Kritiker installiert, der dann immer wieder das Zepter schwingt, sobald es um das Thema geht, ich will mich verhalten, wie ich will. Und das setzt Menschen unter einen wahnsinnigen Dauerstress. Weil es ist ja ein Kampf immer zwischen dem, ja, was will ich denn selbst und was versucht dieser Kritiker mir zu befehlen. Und das ist ja nicht so, als wenn da so eine Stimme in meinem Kopf aufpoppt, du. Sondern das läuft über, wenn man Werten zuwiderläuft, entstehen dadurch negative Gefühle. Und das heißt, ich fühle mich schlecht, wenn ich mein Ding mache und das bremst mich aus. Und bei der Klientin aus meinem ersten Beispiel kam es dann zu diesen irritierenden Gesprächen mit diesen selbstanklagenden Unterbrechungen. Da war das relativ offensichtlich. Nur wisst ihr, das wirklich Schlimme ist ja, Selbstanklage verhindert letztlich auch Selbstannahme. Und ohne Selbstannahme werde ich unglücklich. Und das frisst Lebensfreude und das frisst Gesundheit. Und es macht deshalb extrem viel Sinn, diesen inneren Kritiker auf die Anklagebank zu setzen und ihn auf Herz und Niere und auf seine tatsächliche Berechtigung, nicht auf die gefühlte, gemeinte, behauptete, auf die tatsächliche Berechtigung hin zu überprüfen. Denn solange wir diesen inneren Kritiker nicht auf ein gesundes Maß, darum geht's, ein gesundes Maß zurückschneiden, geben wir die Kontrolle über unser Verhältnis zu uns selbst ab, ans Außen, an andere. Diese vermeintlichen Selbstverurteilungen sind Urteile von außen. Dann entscheiden andere Menschen mit ihren Überzeugungen darüber, ob wir wertvoll sind oder nicht, ob wir uns so verhalten dürfen oder nicht, ob wir so denken dürfen oder nicht. Und das macht uns auf Dauer sehr unglücklich und auch unfrei. Und ich sage es oft und ich sage es auch gerne nochmal. Wir sind nicht auf der Welt, um zu sein, wie andere uns gern hätten. Inklusive Eltern, Geschwister, Großeltern, Freunde, Beziehungspartner und wer da sonst noch so unterwegs ist. Nur ein einziger Mensch sollte darüber entscheiden, wie du dich findest. Und das bist du selbst. Und deshalb macht es so wahnsinnig Sinn, wenn ich merke, dass der mein schlechtes Gefühl anspringt, wenn ich mein Ding machen will, zu gucken, wo kommt dieses schlechte Gefühl her? Wer fuhrwerkt denn da rum in meinem Kopf, in meinem Herzen? Und macht derjenige das mit Recht? Lass noch mal ein paar Gedanken dazu, wie wir uns selbst verurteilen und ob wir das wirklich selbst machen oder ob wir da etwas übernommen haben, was eigentlich gar nicht zu uns gehört. Jetzt interessiert mich natürlich, was ihr dazu denkt, bei welchen Sachen vielleicht eure inneren Kritiker anspringen und haben die Recht damit.
Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich beantworte eure Gedanken oder Fragen, wenn ihr welche habt, gerne im nächsten Podcast. Wer den haben will, ihr wisst, auf meiner Website in den Newsletter eintragen. Und es sagte mir letztens jemand, wenn man meine Website mit dem Handy aufruft, dann gibt es diesen Newsletter-Eintrag nicht. Das stimmt, dieses Pop-up gibt es irgendwie nur auf Tablet oder Desktop. Wollte ich mal gesagt haben. Und wer Lust hat, seinen inneren Kritiker mit mir auf die Spur zu kommen, Ende Dezember voraussichtlich startet ein neuer Workshop Selbstbestimmt Leben online. Und vielleicht ist es ja was für euch. Alle Infos dazu packe ich unten in die Infobox und findet ihr dann auch auf meiner Website. So viel für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Macht's gut.